Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Video. Es ist gerade sehr kritisch, wir wissen nicht, was man hört und was man nicht hört. Deswegen sorry, wenn man mich jetzt nicht ganz versteht. Auf jeden Fall, wir sind in der alten Klinik. Super. Ich habe keinen Plan, seit wann die verlassen ist. Sie soll auch demnächst neu gebaut, abgerissen, wie auch immer werden. Und jetzt schauen wir uns das Ding jetzt mal an. Wie man hört, hört man halt nichts, weil ich einfach viel zu leise geredet habe. Aber was einfach Fakt ist, wir sind halt da an diesem riesigen Gang da durchgegangen. Und an den Seiten waren halt immer Zimmer und jeweils in den Zimmern sind halt noch Duschen und Toiletten drin gewesen, halt um die Leute einfach perfekt pflegen zu können. Ja, wenn man sich vorstellt, dass das alles mit diesem Boden voll war, war das auf jeden Fall ziemlich geil, einfach diese riesigen Gänge mit diesem Boden. So, erste Datumsanzeichen sind jetzt möglicherweise 1995 wurde es geschlossen. So, ich muss jetzt mal gerade gucken, ich sehe nämlich nichts. Ja. Ja, wenn ich jetzt nichts gesehen hätte, wäre ich da unten reingefallen. Ja, hier sind so Schalträume. Und die Gabeldiebe hatten auch ihren dezenten Spaß. Da ist auch noch so ein Erste-Hilfe-Plakat. Okay, da drin ist auf jeden Fall jetzt noch das Archiv. Wir werden hier sicher nicht durch den Gang gehen, weil es da, wo die Arztbereitschaft war, da direkt rausgeht auf die Straße. So, tatsächlich sind wir jetzt erst im ärztlichen Bereich. Da vorne sieht man es vielleicht. Ärztliche Abteilung und Personalbüro und Sekretariat. Hier ist jetzt nochmal so ein Schild mit den ganzen Räumen. Ja, das fehlt leider auch schon ziemlich viel. Ja, die Sachen liegen wohl da unten. So, den Namen muss ich jetzt hier verpixeln, aber man sieht auch schon, bitte klopfen, kriegen wir das Effekt. Also, ja, das war am Ende auch nicht mehr in so gutem Zustand. So, was dieses ganze Ding hier mit den Schläuchen soll, verstehe ich nicht ganz, weil hinter einem Hochkommen tut das ziemlich wenig. So, wir schauen jetzt mal in ein Zimmer rein. Ja, genau, und zwar, da war wahrscheinlich das Bad. Also, da konnte man direkt zum Bad gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob da eine Dusche war eventuell. Und da waren halt dann die Zimmer, Klo, Toilette mit Balkon. Ja, ich glaube auch, ich muss jetzt verpixeln wahrscheinlich hier oben. Und unten. Und ich nehme an, die ganzen Zimmer, also die Einrichtungsdinge, sind einfach auf Auktion verkauft worden. Wir haben jetzt hier Struggle mit so einer Frau, weil die einfach durchgehend sieht, wie wir hier durch die Gänge huschen und es einfach viel zu hart sieht. Das Problem ist, hier ist eine Straße direkt neben dran und es fahren durchgehend Autos und da war so eine Frau an der Bushaltestelle, die uns halt gesehen hat. Ja, ich würde sagen, es war auf jeden Fall das Barberzimmer. Du hast einen riesigen Balkon. Der Ausblick über die ganze Stadt, das ist geil.
Wir sind jetzt zum Teil mit der Elektronik versorgen. Alles klar. Was für Riesengeräte das einfach sind. Das ist wahrscheinlich alles für die das Heizen und so zuständig. Alter, das ist krank. Ja, hier. Hier auch nochmal ein riesiger Kessel. Ja, dem ist Gefahr. Mach Sachen. Ja, alles klar. Alles klar, keine weiteren Fragen. Ja, noch zwei riesige Tanks. Wasser, also Wasseraufbereitung. Der zweite Tank ist genau selbiges. Ja, hier ist die zweite. Schöne Mittel. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, okay, hier haben sie schon ein bisschen aufgeräumt. Und die Dichtung ist, beziehungsweise, ja, eher weggetan. Wir haben auch Kalender von 2006. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Und noch ein Pappkarton. Ja, ich sollte aufpassen, wo ich ranrenne. Für dich nicht öffnen. Ja, das Salz. Hier sind jetzt auch noch so Schwimmbadfliesen und frei. Ich nehme an, das ist Blei, aber keine Ahnung, was das ist. Ja, auf jeden Fall so. Wahrscheinlich, falls irgendwie meine Fliese oder so kaputt gegangen ist. Ja, hier sind auf jeden Fall noch so. Da war wahrscheinlich ein Doppelzimmer. Und da wahrscheinlich ein Einbettzimmer. Auf jeden Fall. Oh. Dieses Ela-Ding habe ich irgendwo schon mal gesehen. Wenn ihr wisst, wo was das ist, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Schreibt einfach hin, das war. So, ich nehme an, wir kommen jetzt in den Trakt. Oh, Speisesaal und so. Denn davon haben wir hier noch absolut nichts gesehen. Schauen wir mal. Ja, jetzt gibt es auch wieder Wasseraufbereitung. Sind. Ja, genau. Einmal, zweimal Knallbecken. Ja, also ein Knallbecken hier, einmal ging es runter. Und dann wieder hoch. Und hier. Ja. So, wahrscheinlich so ein kleines Schwimmbecken. Unten bin ich hier runtergegangen, müssen hier die Felder total. Und da drüben sehe ich jetzt ein fetteres. So. Also hier waren jetzt, würde ich mal sagen, ja, die Luftabzugshauben deuten auch darauf hin, dass hier Duschen drin waren. Ja, ich würde sagen, let's get low. Tut das Schwimmbad, ne? Gehen wir ans Schwimmbad. Hier ein kleines Schwimmbecken. Wahrscheinlich eher so zum Rantasten. Ja, genau, und hier, wie gesagt, das Knallbecken, was ihr eben gesehen habt. Gut, dass das ganze Ding von der Decke schon runtergerissen wurde. Wahrscheinlich das, was man in Säcken in dem Raum mit der Wasseraufbereitung gefunden hat. So, unsere Mission mit Kantine finden hat ein Ende. Speisesaal 4, vielleicht Speisesaal 5. Das hier war Speisesaal 3. Äh,
das sieht nicht aus wie Speisesaal. Ja, hier auch noch ein Speisesaal. Ja, hier ist jetzt eine Küche, also wo man hier hochkommt von unten. Ist die Küche da wahrscheinlich nochmal eine Tür, hier war eine Trennwand. Und nochmal hier die Küche mit Abzugshauben, da in der Mitte wahrscheinlich der Tisch zum Küchen. Da irgendwie das Becken. Ja. Ja, zum Kochen. Da halt noch den Abfluss. Ja. Hier der Aufzug. Ja, genau. Ja, hier liegt jetzt noch die vermutliche Küche, also generell Beleuchtung rum. Ja, gehen wir mal ins letzte Gebäude rein. Ja, da steht auch schon Kran. Ja, also hier waren auf jeden Fall definitiv viele Patientenzimmer. Da eventuell die Eingangstür. Vielleicht sogar zwei, da ist auf jeden Fall noch ein Bad. Ja, das war das Patientenzimmer, da schauen wir jetzt in jedes einzelne rein. Hier hat jemand eine Dosenparty gefeiert. Und zwar nicht zu knapp, würde ich mal behaupten. Ja. Ja, dann hier wahrscheinlich wieder die Premiumzimmer mit Balkon und ziemlich groß. Da auch noch. Wenn ich jetzt das Dunkel mache, sieht man noch da hinten noch. Also die Klinik war wirklich riesig, nur ist schon sehr gut. Was machen Sie da, wenn ich Sie fragen darf? Diese nette Dose mitnehmen. Die man sieht, aber da unten ist Wasser. Seht ihr die Dose? Die kann man da runterdrücken. Und ganz oben steht der Aufzug. Das ist mir mehr als unsuspekt. Ja, da sieht man noch die wilden Stockwerke und Türen. Wenn man einfach mal sieht, wie fucking riesig das Gebäude ist. Von da hinten bis da. Und dann hier noch dieses riesige Gebäude. Das ist so krass. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Ich war wie immer mit dem Knabberdrache da. Tschüss aus Applaus nach Haus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.